Hey ho Leute und jetzt willkommen zu einer neuen Folge von Mass Effect Andromeda. Ja, das ist glaube ich schon jetzt die dritte Folge, wo wir keinen einzigen Schuss aus unserer Knarre abgeben. Wo wir einfach nur rumlaufen und mit Leuten reden. Aber ich finde das gar nicht mal so schlimm, das gehört zum Spiel. Daran liegt doch der Spaß, nicht wahr? Hallo. Ich hoffe, Sie haben recht. Sie können sich jetzt in den Wartebereich begeben. Danke. Was ist das hier? Der nächste. Bin da. Was ist das hier? Ihr Name? Derek und das ist meine Frau Andrea. Hallo, schön Sie kennenzulernen. Ich komme auf Was ist das hier? Da komme ich auf jeden Fall nicht durch, alles klar. Alles komme ich denn hier durch? Neuer Ortbereich. Okay, hier kommt anscheinend so ein Anstatt hier. Was ist das hier? Turianer VR. Oder VI. Nein, brauchen wir nicht. Nein. Krogana. Aha. Asari. Alles klar. Menschen. Salarianer. Da sind ja alle Rassen vertreten. Was ist das denn das hier für Hologramme? Das ist ja mir geil, Leute. Finde ich nicht geil. Wie kann man das ganze andere noch untersuchen? Nee, brauchen wir nicht. Muss man nicht unbedingt. Wer bist du denn? Kulturzentrum. Pathfinder, wie schön, dass Sie uns einen Besuch abstatten. Und bitte entschuldigen Sie den Staub. Die Arbeiten sind noch nicht ganz abgeschlossen. Ist ja kein Problem, ich meine. Ja. Wie sind Sie an diesen Job gekommen? In der Milchstraße war ich Soziologin. Man konnte zwar viele Kulturen studieren, aber die Bücher über sie waren alle schon geschrieben. Es gab für mich nichts Neues hinzuzufügen. Als ich von der Initiative erfuhr, verpflichtete ich mich sofort. Die Vorstellung, neuen Völkern zu begegnen, zu sehen, wie sie sich entwickeln und an die Lebensbedingungen angepasst haben. Ich konnte nicht widerstehen. Was ist das hier? Das Kulturzentrum ist ein Ort, an dem uns neue Völker, denen wir begegnen, besuchen können und wo ein Ideenaustausch stattfindet. Sie können hier mehr über die Spezies der Milchstraße lernen, während wir gleichzeitig ein Klima der Kooperation und des Verständnisses fördern. Wir bereiten gerade alles vor. Hoffentlich dauert es nicht mehr lange, bis wir unsere ersten Besucher begrüßen können. Was nein, ist das hier? Das hatten wir schon alle. Nein, überspringen. Wir bereiten gerade alles vor. Komm. Ich hatte gehofft, unsere Begegnungen würden friedlich verlaufen. Reicht. Aber das war wahrscheinlich zu viel verlangt. Danke. Nichts zu danken. Ich hoffe, Sie finden in diesem Cluster neue Freunde und schicken sie zu uns. Auf jeden Fall. Und wenn Sie kurz Zeit haben, kommen Sie bitte nochmal zu mir. Ich würde Sie gerne um einen Gefallen bitten. Ja, ich bin da. Bitte mich doch um einen Gefallen. Pathfinder, hätten Sie kurz Zeit? Wir müssen Sie erklären. Was nicht denn? Erklären? Unsere neue VI da drüben soll die Aufgabe unserer Pathfinder erklären. Aber sie hat beim Absturz sämtliche Einstellungen verloren. Wenn Sie sie reparieren könnten, wäre uns das eine große Hilfe. Reden Sie einfach mit der VI. Den Rest macht sie selbst. Alles klar. Danke. Nichts zu danken. Wo ist diese VI? Das ist wahrscheinlich nicht Garrison. Willkommen im Zentrum für kulturelle. Welche VI? Die Menschen-VI oder was? Hallo, ich bin ein Mensch. Wenn Sie mehr über mein Volk wissen wollen, fragen Sie ruhig. Nein. Vielleicht das ist anscheinend nicht die richtige VI. Wo ist die Pathfinder? Haben wir Menschen auch nicht. Wir würden Sie gerne kennenlernen. Ja, wo ist jetzt diese Pathfinder-VI? Wo kann ich denn springen? Was soll das? Was ist das? Wo ist diese Pathfinder-VI? Das ist Gian Garrison? Ja gut, wenn du mir nicht sagst, wo diese Pathfinder-VI ist, dann kann ich dir nichts helfen. Tut mir leid. Ja, ist so. So, wo geht's denn hier hin? Wir sind jetzt im Docking-Bereich. War mir nicht vorher auch schon. Finde ich irgendwie schön, dass wir wirklich hier wirklich Pflanzen und so weiter haben. Ich meine, wir haben schöne Sonne und so weiter, ne? Da haben wir schon die richtige Entfernung, aber das ist schon krass. Das Tick-Labor, neuer Ort entdeckt. Hier können wir nicht weiter, alles klar. Wir erforschen einfach mal ein bisschen die Lage hier. Wäre es nicht praktischer, diese Gewölbe an der Oberfläche zu bauen? Kennen wir schon. Hallo. Darf ich mit dir reden oder darf ich? Ich darf mit dir reden. Hallo. Ich will mit dem Professor hier reden. Ach komm. Eine seismografische Messung könnte allerdings nicht schaden. Wo darf ich mit dem? Hallo? Jetzt laufen wir nicht davon. Diese Bioscans sind fantastisch. Könnten Sie uns vielleicht weitere Daten für unsere komparative Konservierungsstudie beschaffen?
Gerne, aber kannst du mal ins Bild laufen? Ja. Für was für eine Konservierungsstudie? Ah, meine Arbeit ist auf dieser Konsole dort. Aber kurz gesagt, wir vergleichen und konservieren Organismen aus beiden Galaxien. Wenn Sie dem Verzeichnis weitere Bioscans und Proben hinzufügen, kann ich Ihnen einen Finderlohn anbieten. Und? Interessiert? Ja, schon. Aber wenn du mir aus dem Bild gelaufen wärst, wärst du mir deutlich sympathischer gewesen. Sag ich dir ganz ehrlich, mein Freund. Aha. Hallo. Hallo Pathfinder, haben Sie kurz Zeit? Was kann ich für Sie tun, Doktor? Ich habe ein mathematisches Problem, wichtige Gleichungen, die nur ein Verstand wie der von Sam lösen kann. Es geht um merkwürdige Übertragungsmuster in der Geißel. Vielleicht nur zufälliges Rauschen, vielleicht nicht. Sam wird's lieben, das glaube ich. Sam liebt neue Erfahrungen. Es ist eine Möglichkeit für ihn, sich mit Mathematikhausaufgaben zu beschäftigen. Angesichts der Komplexität und der Sicherheitsimplikationen empfehle ich, die Gleichungen direkt an den Sam-Kern zu übertragen. Ich habe sie für Sie auf einer optischen Speicherdisk. Mal sehen, ob ich Zeit habe. Danke, Pathfinder. Und danken Sie bitte auch Sam. Natürlich. Der Sam wird sich freuen. Hallo, Pathfinder. Hätten Sie Lust, im Dienste der Wissenschaft ein paar Steine zu klopfen? Wenn du in mein Bild laufen würdest und ich sie sehen dürfte, ja. Doch, darf ich, okay. Nichts lieber als das. Unbedingt. Worum geht es denn? Sam und ich haben auf Grundlage ihrer Scans eine VI für geophysische Studien entwickelt. Die Beta-Version ist auf der Konsole dort. Testen Sie sie in der Praxis, dann überzeuge ich Direktor Edison davon, Ihnen ein Beraterhonorar zu zahlen. Wie klingt das? Welche Konsole? Das finde ich immer so doof, dass man irgendwas hier angezeigt wird und dann weiß man nicht, wo man hingehen soll. Welche Konsole? Was meinst du? Wohin? Hier ist jetzt eine Konsole. Das finde ich ein bisschen doof gelöst, muss ich schon sagen. Das ist ein Kritikpunkt. Hier vielleicht? Ne, das ist das hier. Hier also nicht. Welche Konsole meinst du denn? Nein, das ist die Doktorin. Welche Konsole meint der Dulli? Diese Konsole hier, ist das eine Konsole? Das ist keine Konsole. Nein, das ist keine Konsole. Welche Konsole meint der Dulli? Ja gut, ich kann dir nicht helfen, wenn du mir das nicht anzeigst. Dann tut's mir leid. Vielleicht bin ich auch einfach nur dumm. Das kann natürlich auch sein. Schreib mir das gerne in die Kommentare. So, jetzt kommen wir hier wieder raus. Wie diese Station einfach so fucking riesig ist, ne? Die kommt schon an die Größe der Nexus ran irgendwann, ne? Hydrokulturen, neuer Ort entdeckt, alles klar. Hydrokulturen. Hydro ist doch eigentlich Wasser. Heißt das dann Wasserkulturen oder besser gesagt Pflanzen, die durch Wasser wachsen, Pipapo und so weiter? Was ziemlich alle Pflanzen tun, aber egal, das machen wir einfach mal außen vor. Hydrokulturen. Hm. Die führen natürlich nirgends rein, ne? Ja, das drüben ist auch rot. Das ist trotzdem. Nein, dürfen wir nicht, alles klar. Okay, dann lässt du mich halt den. Alter, als ob ich hier nirgends rein darf. Wo ist denn dann der, der Weg hier hinter? Hä? Ich verarschen? Ist der Weg hier hinter umsonst? Oder öffnen sich irgendwann diese Türen? Das kann natürlich auch sein. Wo muss ich denn hier hin, dass ich hier wieder auf den Hauptteil der Nexus komme? Und dafür bin ich in die Schule gegangen. Danke für nichts, Ausbildung. Ja, bitte. Was gibt's? Wo liegt das Problem? Ich habe überall auf der Station Energieausfälle und finde ums Verrecken nicht den Grund dafür. Oh, wow, Sie sind der Pathfinder. Hey, tut mir leid. Bitte beachten Sie mich gar nicht. Sie haben weitaus wichtigere Dinge zu tun. Ich helfe gern. Kommt drauf an. Die Energieversorgung der Nexus ist ziemlich wichtig. Ich helfe gern. Das ist toll, denn ich weiß nicht mehr weiter. Wir haben offensichtlich an allen möglichen Stellen Kurzschlüsse. Das Auge eines Pathfinders kann vielleicht Licht in die Sache bringen. Wir haben hier einen Energieausfall und könnten den Bereich scannen. Ist gescannt. Wir sind ständig darum bemüht, das Leben auf der... Und dafür bin ich in die Schule gegangen. Okay, die Quest haben wir also getriggert. Die könnten wir jetzt im Quest-Menü auswählen, ob wir die machen wollen. Aber nein, will ich eigentlich nicht. Warum auch? Muss ich doch eigentlich nicht, oder? Ich will ja eigentlich auf dem Hauptteil der Nexus mal die Sachen abklappen, wofür ich eigentlich hergekommen bin. So, geht's hier denn jetzt raus? Ja, das sieht sehr gut aus, sogar. Sehr gut sogar. So. Kryostation. Habitationsdeck, Kommandozentrum. Kryostation zuerst. Ja, Kryostation. Wir gucken mal, wie es unserer Schwester geht. Das ist wichtig. Der menschliche Pathfinder ist tot. Alec Ryder kam ums Leben, nachdem er auf Habitat 7 im Ericsson-System gelandet war.
Berichten zufolge hat sein Sohn als neuer Pathfinder das Kommando über die Tempest übernommen, um die Suche nach einem Zuhause in Andromeda fortzusetzen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Die aktuellsten Neuigkeiten kannst du dir mal in den Arsch schieben. Warum berichten die darüber? Das ist schon ewig her. Also aktuell sind die ja nicht wirklich. So, Kryostation sind wir hier. Okay, wir müssen hier links. Oh, ne, müssen wir nicht. Wir müssen hier geradeaus. Hier mal die Kryostation. Yep. Ich mach's wieder gut, Dash. Versprochen. Das ist der falsche. Doch, ist richtig. Pathfinder, ich bin Nigel McCoy. Frisch aus dem Kälteschlaf. Willkommen in Andromeda, Nigel. Danke. Allerdings, mein kleiner Bruder Dash war auf der Nexus. Nun habe ich erfahren, dass er starb, als er auf Eos seine Siedlung errichten wollte. Mhm. Das ist schrecklich. Mein Beileid, Nigel. Ja. Wir wollten hier draußen gemeinsam Familien gründen. Ich habe einen Anhänger, den unser Vater getragen hat. Dash hatte genauso einen. Würden Sie sie wieder zusammenbringen? Natürlich. Er hat in seinem digitalen Tagebuch einen Ort auf Eos erwähnt, wo er immer nachgedacht hat. Wenn Sie den Anhänger dorthin bringen könnten. Ja, das könnten wir auf jeden Fall irgendwann machen. Aber was ist denn mit unserer Schwester? Sie besuchen uns wieder? Ja. Wie geht es, Sarah? Ihr Zustand ist stabil. Ich registriere REM-Aktivität im Gehirn, also träumt sie. Das bedeutet, die Verdrahtung funktioniert noch. Wie kam es dazu? Purer Zufall. Wir sind im denkbar schlechtesten Moment mit der Geißel zusammengestoßen. Die Stase-Aufhebung hatte gerade eingesetzt. Es ist ein riskanter Augenblick, wenn du aus einem 600-jährigen Schlaf erwachst und dann zack, die Schaltkreise sind durchgebrannt und haben die Neuralverbindungen überlastet. Aber keine Sorge, ich kümmere mich darum. Wir verlieren nicht noch einen Rider. Das hoffe ich für dich. Dann haben Sie und Lexi also die Aufgaben getauscht? Kennen Sie den Moment, an dem Ihnen klar wird, dass Sie schlicht und ergreifend zu alt sind? Ja klar. Mehr glauben. Für mich war es Habitat 7. Ja, das hatten wir schon. Mhm. Finde ich schön, dass sie ist eine verdammt gute Ärztin. Sie wird der Tempest eine große Hilfe sein. Das wäre alles, Harry. Danke. Ich bin hier, wenn Sie mich brauchen. Ich find das mega lustig, dass wir letztens, wie wir sowieso mal hier gucken, vorbeigeguckt haben, und der uns da schon gesagt hat, und wir noch nicht mal gewusst haben, dass Lexi auf der Tempest ist. Finde ich schön, da sind die Erzählungsstränge ein bisschen durcheinander gekommen, dadurch, dass wir hier einfach rumgelaufen sind, ohne dass wir das sollten. So, dann machen wir jetzt mal zurück zur Kommandobucht. Mhm. So, das ist eine leicht quirlige Folge heute, ich muss das schon sagen. So, Andockbucht, Habitationsdeck. Was ist denn ein Habitationsdeck? Ne, zuerst gehen wir zuerst Kommandozentrale, so. Und dann gehen wir zum Habitationsdeck, oder wie das gelöhnt heißt. So. Oh, das muss auch einfach mal sein. Man muss auch einfach mal rumgucken und einfach mal die ganze Gegend erkunden. Und die Nexus ist auch ein verdammt geiles, verdammt geile Zentrale, muss ich schon sagen. Die gibt einfach so viel Leben. Ich weiß, es ist natürlich nicht so viel Action wie in der letzten Folge. Das ist mir schon durchaus bewusst, aber es gehört auch einfach dazu. So ist das Spiel. Ich will das ganze Spiel zeigen. Ich will nicht nur die Action-Sequenzen rausschneiden. Ich bin kein Best-of-YouTuber, sondern ich will alles zeigen. Und zu alles gehört auch das hier. Also, gehen wir durch dran. So, jetzt sind wir auf der Kommandozentrale. Ihr habt Addison, du kannst mich mal. Also, was ist das hier? Hier ist ein Dings. Gehen wir da mal. Das war ich. Es gab eine weitere Schlacht. Was soll ich denn jetzt machen? Ah. Es ist nicht richtig. Es ist einfach nicht fair. Was denn? Was ist los? Du meine Güte, sie sind. Es ist also wahr. Ein Pathfinder hat uns gefunden. Endlich ein Hoffnungsschimmer. Vielleicht könnten Sie mir ja helfen. Sie sind unparteiisch. Und diese ganze Geschichte ist so politisch geworden. Mein Mann, er wurde eingesperrt und soll verbannt werden. Für ein Verbrechen, das er nicht begangen hat. Das ist wirklich sehr schlimm für Ihren Mann, aber ich finde das gerade lustig. Die sagt mir gerade, oh, es gibt ein Pathfinder, es gibt Hoffnung. Wir haben schon komplett einen Stützpunkt errichtet und so weiter. Und sie kriegt jetzt mit, dass es ein Pathfinder gibt. Ladies, sie sind nicht ganz aktuell. Mir fällt gerade ein, diese Quests sind ja so aufgebaut, dass man die immer machen kann, diese Nebenquests. Rein theoretisch, wenn wir die Hauptstory durch haben und einen Krieg gewonnen haben.
sagt die uns dann auch, oh, es gibt ein Pathfinder, es gibt Hoffnung. Das wäre ein bisschen eigenartig. Also das Gespräch hätten sie schon ein bisschen anders starten können, dass das immer passt. Weil man diese Quest auch immer angeht. Finde ich ein bisschen komisch gelöst. Er soll verbannt werden? Ich schätze mal, dann hat man ihn wohl nicht bloß mit der Hand in der Keksdose erwischt. Sie behaupten, er habe jemanden ermordet. Sie bezeichnen ihn als den ersten Mörder in Andromeda. Aber das Opfer war sein Freund. Er hätte ihn nie. Es gibt angeblich Zeugen und Beweise, aber das sind alles nur Indizien. Im schlimmsten Fall war es ein Unfall. Sein Name ist Nirken Rancis. Wenn Sie bereit wären, mit ihm zu sprechen, könnte er Ihnen die Einzelheiten erzählen. Würden Sie das tun, bitte? Natürlich, dafür bin ich da. Ich bin das Mädchen für alles. Natürlich, das macht der Pathfinder. Selbstverständlich. Gibt's hier keine Polizei oder so? Oh, vielen Dank. Ich bin mir sicher, der Gefängniswärter wird Ihnen einen Besuch gestatten. Muss er. Bitte. Sagen Sie Nirken, dass ich ihn liebe. Natürlich, natürlich. Machen wir alles. Sind das Mädchen für alles. Passt schon. Apex-Teamleiter, bitte melden. Nein, Apex-Teamleiter nicht hier. So. Da muss noch ein Rufzeichen, da gehen wir natürlich auch hin. Was ist das für ein Rufzeichen? Das muss ich... Hi. Hey, alles okay mit Ihnen? Mir geht's gut. Es hat hauptsächlich meine Arme erwischt. Passiert das öfter, dass etwas einfach so explodiert? Direkt nach der Meuterei hatten wir sowas ziemlich oft. Aber in letzter Zeit nicht mehr. Ich war bei der Meuterei nicht dabei. Ihr Glück. Ich dachte wirklich, wir hätten das hinter uns. Dass ich vielleicht nur paranoid bin. Sie wissen doch, was man sagt. Es ist keine Paranoia. Wenn wirklich jemand hinter dir her ist, ja. Das dritte Mal in dieser Woche. Und es wird schlimmer. Das erste Mal war eine Kleinigkeit. Aber diesmal hätte es übel ausgehen können, wenn ich näher dran gewesen wäre. Das ist nicht gut. Gelinde gesagt. Nein, ist es nicht. Und jetzt habe ich noch mehr Reparaturen vor mir. Das muss auf jeden Fall aufhören. Wenn das hier so weitergeht, fliegt die Station noch auseinander. Das funktioniert nicht. Das muss aufhören. Wer immer dafür verantwortlich ist, er muss aufgehalten werden, bevor jemand ernsthaft verletzt wird. Das versuche ich ja. Aber ich bin Techniker, kein Privatdetektiv. Ich habe alle potenziellen Sabotagebereiche gescannt, die mir eingefallen sind. Aber ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Klingt, als wäre eine ganze Menge passiert, bevor die Hyperion angedockt hat. Kann man sagen. Moment, das ist es. Sie können nichts damit zu tun haben. Sie waren bei der Meuterei nicht mal hier. Würden Sie, falls Sie Zeit haben, können Sie mir dann vielleicht helfen? Wenn die mit kritischen Systemen anfangen... Natürlich, ich sag doch Mädchen für alle, wir nehmen einfach mal alles an, ob wir was machen davon in Champions spielen. Es würde mir wirklich helfen, wenn Sie die anderen Wartungsklappen scannen könnten, während ich die hier repariere. Ich habe die Positionen auf Ihr Universalwerkzeug übertragen. Schicken Sie mir einfach die Daten, wenn Sie fertig sind. Alles klar, wir sehen uns in 3 Jahren wieder. Finden Sie heraus, warum, aber vorsichtig. Was? Wer hat da gerade gesprochen? Sie? Hallo? Ryder, richtig? Carrie Tavassa, selbstständige Dokumentarfilmerin. Das ist Hakim, mein Produzent. Ich könnte Ihre Hilfe brauchen. Worum geht es denn? Direktor Tan hat mich um eine aufbauende Dokumentation über die Initiative gebeten. Im Klartext, ich soll unsere Probleme mit Regenbögen übermalen. Aber unsere Probleme sind nun mal auch unsere Geschichte. Die Leute verdienen die Wahrheit und keine Propaganda. Wir können mit ihr hier was in... Was? Wieso können wir mit ihr jetzt... warum? Just for fun. Easy. Schön zu sehen, wenn jemand seine Arbeit mit so viel Leidenschaft macht. Das ist sehr freundlich. Manchmal schrecken die Leute wegen der Kamera vor mir zurück. Das ist schade. Also, genau das brauche ich. Die Wahrheit, meine ich. Jemand muss die Geschichte, die wir schreiben, festhalten. War die gerade verlegen oder kam mir das nur so vor? Also, ich habe mich ja informiert, was die ganzen Symbole hier eben wirklich im Detail bedeuten, auch gameplay-technisch. Man kann ruhig immer diese große Herzoption wählen. Das ändert nichts daran an der großen Story hier. Also, auch wenn man gezielt auf jemanden hinspielt, dass man mit jemandem eine Romanze anfängt, kann man trotzdem mit allen anderen diese große Herzoption nehmen. Man verbaut sich dadurch keine Wege. Also, immer offen sein. In einer Krise ist Hoffnung aber vielleicht wichtiger als schmerzhafte Wahrheiten. Das war auch Tans Argument.
Aber wem hilft es denn, wenn wir so tun, als wäre alles in Ordnung? Das Herzstück meiner Dokumentation wird eine Interviewreihe sein. Ich hatte gehofft, sie würden sich dafür zur Verfügung stellen. Ich will die schmutzige, blutige Wahrheit unserer Geschichte, nicht das angenehme Märchen, das Tan vorschwebt. Und? Interessiert? Was? Es machte Ihnen nichts aus, dem Direktor der Initiative auf die Füße zu treten? Was soll er denn machen? Uns Gelder streichen, die wir sowieso nicht bekommen? Ich jedenfalls gehe das Risiko ein. Sie auch? Gut, ich bin dabei, kein Problem. Aber wir sind auf jeden Fall dabei in der nächsten Folge von Mass Effect Andromeda. Ja, das war's wieder mal gewesen. Wir sind schon wieder bei über 20 Minuten. Das wird wahrscheinlich wieder eine 25-Minuten-Folge. Mann, ach, mein Upload wird mir das irgendwann nicht mehr verzeihen. Ich sag's euch. Ja, aber Leute, ich würde einfach mal sagen, das war's gewesen für diese Folge. Lasst auf jeden Fall ein klitzekleines Kommentar da und auch eine Bewertung. Das wäre wirklich sehr nett von euch. Sehr sozial. So, Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Wir suchen, wie wir. Und schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me.